Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie im Namen meiner beiden Mitorganisatoren Barbara Neimeyer und Jochen Schmidt ganz herzlich willkommen zu heißen zum allerletzten unserer Vorträge im Rahmen dieser Ringvorlesung Nietzsche als Philosoph der Moderne. Ich sehe schon da und dort lange Gesichter über das Nichts, das Ihnen sozusagen ins Hause steht, wenn Sie nicht mehr jeden Donnerstag zur Nietzsche-Vorlesung kommen können. Deswegen haben wir auf einen Ausweg gesonnen, natürlich den Ausweg, dass Ihnen heute der Spezialist für das Nichts, Herr Lüttgehaus, einen Vortrag halten wird. Dann aber darüber hinaus zwei weitere Auswege. Der erste Ausweg, den finden Sie hier als Internetadresse bereits angegeben. Einige von Ihnen wissen es vielleicht, wir hatten es, um uns nicht selber das Publikum abspenstig zu machen, noch nicht offiziell bekannt gegeben. Die Vorträge dieser Ringvorlesung sind allesamt auf dem Internet als Audio-Podcast abrufbar. Wenn Sie bei Google einfach eingeben den Titel unserer Vorlesungsreihe Nietzsche als Philosoph der Moderne, dann werden Sie gleich dahin geführt. Und zwar ist es eine Seite der UB, wo Sie also jeden Vortrag unserer Reihe nochmal nachhören können, wenn Sie ihn nicht gehört haben, ein zweites Mal hören können, damit also ganz nach Belieben verfahren können. Wenn es Ihnen zu mühsam ist, mit Google zu suchen, können Sie sich auch diese Internetadresse aufschreiben. Da haben Sie die Vorträge dann als Audio-Podcast. Der zweite Ausweg aus dem Nichts angesichts der nicht mehr anstehenden Nietzsche-Vorträge ist die Möglichkeit, das nachzulesen, was wir hier vorgetragen bekommen haben. Es ist eine Publikation dieser Vorlesungsreihe geplant, und zwar im Universitätsverlag Winter in Heidelberg. Da sollen also die Beiträge unserer Veranstaltung als ein Sammelband dokumentiert werden, und wir haben bereits die Zusage des Verlages, dass das im Herbst geschehen soll. Wenn Sie also nicht nur hören wollen, sondern auch lesen, dann haben Sie im Herbst dazu die Gelegenheit. Es freut mich nun außerordentlich, Herrn Lüttgehaus das Wort geben zu können, den ich Ihnen natürlich nicht vorstellen muss. Vielleicht nur eine ganz kleine Bemerkung. Herr Lüttgehaus ist nicht nur der Spezialist für das Nichts, sondern auch der Träger des Nietzsche-Preises des letzten Jahres. Herr Lüttgehaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Sommer, ich danke sehr herzlich für die freundliche Einladung zu dieser Ringvorlesung und für die Einführung. Was ich immer wieder gelernt habe als Nicht-Spezialist, wie Sie mich apostrophieren, und was sich immer wieder von Neuem bestätigt, ist, kein anderes Sujet der Geisteswissenschaften scheint so viele Pointen zu generieren wie das Nichts. Eine Fruchtbarkeit, die man eigentlich nicht vermutet hätte bei Ihnen. Ich möchte hier heute Abend dreierlei tun. Ich beschreibe zunächst Nietzsches Interpretation des Nihilismus im Anschluss an seine Rezeption Schopenhauers. Dann skizziere ich Nietzsches Versuche der Nihilismusüberwindung, seine scheiternden Versuche. Abschließend umreiße ich die philosophischen und existenziellen Konsequenzen. Wenn ich Nietzsche letzten Endes kritisch lese, so versuche ich das doch von innen, von seiner eigenen Logik oder auch Unlogik her zu tun. Ich wüsste keinen Philosophen, der so bewegend wäre wie Nietzsche. Er ist der faszinierendste Philosoph der Moderne. Doch nun zu Nietzsches Kampf gegen die indische Circe. In einer blasphemischen Parodie erzählt der Pastorssohn Friedrich Nietzsche unter dem Titel Menschliches, Allzumenschliches, den Anfang des Johannesevangeliums nach. Zitat: Die ernsthafteste Parodie, die ich je hörte, ist diese: Im Anfang war der Unsinn, und der Unsinn war bei Gott, und Gott göttlich war der Unsinn. Ende des Zitats. Bei Johannes hatte es geheißen, en arche en hor logos, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles ist durch dieses geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Das Wort ist bei Johannes der schöpferische Logos,
Der vernünftige Grund, mit dem man im griechischen Wortgebrauch Rechenschaft für etwas gibt, logon didonai. Der Sinn, den der bekannte deutsche Übersetzer Dr. Faust in der goethischen Studierzimmerszene bei seinem scheiternden Übertragungsversuch des Wortes, das im Anfang war, vor der Kraft und der Tat ausprobieren wird. Die heilige Dreifalt von Logos, Licht und Leben steht über einer Schöpfung, die der Beginn eines Lichtfestes ist. In Nietzsches Parodie aber wird die frohe johannäische Botschaft gleichsam kopflos. Zunächst darf der alogisch gewordene Gott die Existenz des Unsinns im Anfang bestätigen. Ein veränderter Akzent und die ironische Lächerlichkeit eines Kommas reichen dafür aus. Und der Unsinn war bei Gott. Dann steigert sich die Parodie zur Apotheose des Unsinns und Gott göttlich war der Unsinn. Nietzsches Zarathustra gewährt dann zwar einen gewissen mildernden Umstand, indem er den Unsinn als ohne Sinn, nicht als Widersinn erläutert. Vom Sinn des Schöpfungswortes ist gleichwohl nichts mehr übrig geblieben. Der Philosoph, der den Tod Gottes verkündet, muss sich eher fragen, mit welchem Wort er es nun halten will. Im Nietzsches Nachlass der 70er Jahre heißt es, wenn er ein Wort fände, das ausgesprochen die Welt vernichten würde, glaubt ihr, er spräche es nicht aus? Er wäre der Anti-Evangelist, der Verkünder eines nicht mehr weltschaffenden, sondern weltvernichtenden Anti-Logos, auch wenn das zu viel der Ehre für einen Philosophen ist. Dieses bedenkliche Wort ist tatsächlich schon ausgesprochen worden, und zwar von einer der anziehendsten deutschen Theaterfiguren. Nietzsche hat sie hoch geschätzt. Von Fausts alter Ego, seiner teuflischen Unheiligkeit Mephistopheles. Er zieht die Konsequenz aus dem vollendeten Unsinn, im buchstäblichsten Sinn die nihilistische, die statt auf das ewige Schaffen des Etwas, dieser plumpen Welt, die sich dem Nichts entgegenstellt, auf das reine Nicht, das ewig Leere setzt. Man muss Mephistos zu Tode zitierte Worte nur mit dem richtigen Akzent lesen. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. Das ist präzise das Glaubens- oder richtiger Unglaubensbekenntnis des Mephistophelikers der deutschen Philosophie, das Schopenhauers. Sagt die im Zeichen des schöpferischen Logos stehende Tradition, zu sein ist gut, schaffen ist gut, geschaffen werden ist gut, das Leben ein Geschenk, die Welt ein Licht, das man in der Geburt erblickt, eine immerhin frohgemute Unterstellung, so weiß Schopenhauer mit Mephistopheles, mit dem ewigen Schaffen ist es nichts, nur mit dem Nichts etwas. Wie weit auch Schopenhauer noch der Tradition verpflichtet bleibt und nicht im Ganzen als nihilistischer Mephistopheliker zu verstehen ist, lasse ich hier beiseite. Ich lese ihn, wie Nietzsche ihn nach seiner ersten Rezeption als Erzieher, als Verführung und als Gefahr gelesen hat. Nietzsche begreift besser als die Schulphilosophie, wie radikal Schopenhauer mit der alten Lichtmetaphysik bricht. Und Nietzsche begreift auch, dass Schopenhauer diesen Bruch nicht als metaphysischer Glasperlenspieler vollzieht, der die Kugeln zur Abwechslung einmal anders beschriftet, sondern so, dass mit der Umschreibung der Metaphysik eine radikal veränderte Haltung einhergeht. Denn er bestimmt nicht nur den blinden, ruhelosen, heillosen, sinnlosen Willen als Wesen der Welt, er widerspricht vielmehr dem, was er für ihre Substanz erklärt, während die bisherige Konformitätsmetaphysik keinen höheren Ehrgeiz kannte, als diesem zu entsprechen. Metaphysische Zivilcourage. Die heilige Dreifalt von Logos, Licht und Leben wird nun von Grund auf verworfen. Besser für ein Sein, das Leiden ist, wäre es nicht zu sein. Deswegen steht am Schluss von Schopenhauers Hauptwerk, nach einem letzten Gedankenstrich, in dem die ganze Welt als Wille und Vorstellung kollabiert, lakonisch das großgeschriebene Nichts, die gründlichste aller Lösungen, die zuverlässigste aller Erlösungen. Der frühe Nietzsche ist so von ihr fasziniert, dass er seinen eigenen Namen in ein Pseudonym übersetzt, das nichts anderes als das friedenbringende,
Friedensreiche nichts bedeutet. Pazifik, Nil, Friedrich Nietzsche. Und auch der späte Nietzsche, der längst zum Antischopenhauerianer geworden ist, lässt die alte Anziehung erkennen. Im Fall Wagner heißt es mit dem Bild, das im Titelzitat dieses Vortrags anklingt, dass nichts die indische Circe winkt. Sie ist die weibliche Reinkarnation des Schopenhauer zugeschriebenen Nichts, des indischen, religionshistorisch nicht weiter spezifizierten Nirvana. Und Friedrich Nietzsche, Pacific Nil, zeigt noch in seiner Abwehr, dass auch er einmal ihr Liebhaber war. Mit der ganzen Verführungskraft einer metaphysischen, erotischen Verheißung vereint diese winkende indische Circe in schönster Ambivalenz Lust und vollständiges Erlöschen. Dem triebhaften Leben verspricht sie den, Zitat, Hedonismus der müden, der passiven Nihilisten, die totale Entspannung. Nur dass Nietzsche nun sich, wie allen Verehrern der indischen Circe, diesen Orgasmus verbietet, weil er, wie bei der homerischen Kirke, der Göttin der nihilistischen Kirche, aus Männern, die heroisch die Irrfahrt des Lebens durchstehen, sich gehen lassende, das strapaziöse Sein lassende, verunglückte Schweine macht. Indessen gilt auch für den späten Nietzsche, dass Schopenhauers Lehre nicht auf die triste Daseinsverfassung eines Melancholikers, auf einen trivialen, philosophisch leicht zu erledigenden Stimmungspessimismus genauso beliebig wie sein optimistischer Antipode zu reduzieren ist. Für Nietzsche gehört Schopenhauer vielmehr an zentraler Stelle in die Geschichte der Heraufkunft des Nihilismus hinein. Nihilismus verstanden als die Entwertung und Selbstentwertung der bisherigen höchsten Werte. Gegen die bis dahin herrschende positive Ontologie, sagt Schopenhauers schwarze Ontologie, Sein ist im Wesentlichen Leiden und Leiden ist das seiendere Sein, je länger, desto schlechter, je kürzer, desto lieber. Wenn Schopenhauer schon mit den suggestiven Worten von Nietzsches Nachtwandlerlied hätte sprechen können, alle Lust, die es als episodische durchaus gibt, will zwar Ewigkeit, aber sie bekommt sie nicht. Der Wille kann sie gar nicht bekommen auf Dauer, doch weh spricht, vergeh, und es kann das bekommen, denn dazu braucht es nur nichts. Weswegen also den blinden Willen zum Leben bekräftigen und Leben schaffen, sei es einzelnes Leben oder, wie beim Unsinn, der im Anfang war, eine ganze Welt. Nein, die Schöpfung wäre, nach der Formulierung von Schopenhauer, besser zu Hause geblieben. In der Ruhe eines unerschütterbaren, unbetreffbaren Nichts, in der niemand etwas erlitten hätte und niemand irgendetwas vermissen könnte, nicht einmal sich. Kurzum, Schopenhauer war der Anti-Evangelist der Epoche. Er hatte es gewagt, das vernichtende Wort über den sinnlos gewordenen schöpferischen Logos auszusprechen. Die erste Begegnung Nietzsches mit Schopenhauer 1865 in einem Leipziger Antiquariat traf ihn denn auch wie ein Blitz, wie das Paradox eines schwarzen Blitzes, eine negative Offenbarung. Und die davon ausgehende Erkenntnis hat Nietzsche nicht mehr vergessen, selbst als er mit allen Mitteln seinen Lehrer befehdete. Schopenhauer hatte dem Dasein ins Herz gesehen, ins Herz der Finsternis. Nach dem Tod Gottes, dessen Proklamation Nietzsche nicht etwa sich, seinem tollen Menschen, im berühmten 125. Stück der fröhlichen Wissenschaft, sondern Schopenhauer zuschreibt, dem, Zitat, ersten eingeständlichen und unbeugsamen Atheisten, den wir Deutschen gehabt haben, wirft er mit ihm einen, Zitat, entsetzten Blick in eine entgöttlichte, dumm, blind, verrückt und fragwürdig gewordene Welt. Diesen Akzent überliest eine gebannt auf den Tod Gottes starrende Leserschaft gerne. Der Tod Gottes besiegelt die Entgöttlichung der Welt. Es ist nur die letzte maliziöse Pointe des toten Gottes, dass er den Trost mit ins Grab genommen hat, dem Dasein aber sein Leiden gelassen. Nun aber kommt für Nietzsche, Zitat, sofort auf eine furchtbare Weise die schopenhauerische Frage zu uns, hat denn das Dasein überhaupt einen Sinn?
Jene Frage, die immer noch nicht in alle ihre Tiefe hinein gehört ist. Von Nietzsche aber wird sie gehört und nicht nur die Frage, sondern auch die Antwort. Das inzwischen zum philosophischen Kitsch heruntergekommene Wort Sinn meint dabei in seiner noch nicht diskreditierten Bedeutung eine Antwort auf das Worum Willen des Daseins, weshalb diese, Zitat, wunderliche, kontingente, nichts weniger als selbstverständliche Existenz gerade jetzt und wozu sie überhaupt da sein soll. Diese Frage ist kein akademischer Zeitvertreib. Wir Philosophen, so Nietzsche, wie generös der Plural, sind keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Der immer noch atemverschlagende Anfangssatz von Camus' Mythos von Sisyphos ist der eines philosophisch praktizierenden Nietzscheaners. Zitat, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Die Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der Philosophie. Ende des Zitats. Mit der Spezies der Objektivier- und Registrierapparate, die sich nur die Probleme stellen, die nicht das Leben kosten können, hat einer wie Nietzsche, wie Camus, nichts gemein. Mit der schopenhauerischen Frage aber ist für den, der sie in alle ihre Tiefe hineingehört hat und doch da sein und das da sein will, die Gefahr der Gefahren da. Zitat, der Nihilismus als der unheimlichste aller Gäste. Und zwar jetzt nicht mehr mit der erotischen Entspannungsverheißung einer indischen Zirze, an der verweichlichte, passive Nihilisten sich gütlich tun können, sondern mit der suizidal verdüsterten Form des Nichts. Für Nietzsche ist dieser Nihilismus weit mehr als eine Philosophie, eine Lebens-, eine Weltanschauung. Er ist ein Wille, ein letzter Wille, der zum Ende will. Und, Zitat, der Vernichtung durch das Urteil sekundiert die Vernichtung durch die Hand. Ende des Zitats. Philosophieren heißt, im Denken Hand an sich legen und an alle Welt. Das Leben selbst ist in Todesgefahr. Nietzsche aber will das sich selbst behauptende, sich selbst steigernde, schöpferische Leben unter allen Umständen und um jeden Preis. Er ist kein Theoretiker, kein Metaphysiker und kein Antimetaphysiker, sondern ein lebensgefährdeter und lebensgefährlicher Denker, der sich, sein Leben, das Leben von der Gefahr aller Gefahren bedroht sieht. Daher Nietzsches Forciertheit, sein Pathos, der tiefste Grund seines Leidens. Daher seine verzweifelte Lustigkeit, sein notorisches Lachen und Tanzen, das den Geist der Schwere vertreiben soll, es aber nur zu der Heiterkeit von Totentänzen bringt. Daher seine geradezu programmatisch fröhliche Wissenschaft, deren vierter Teil damit endet, dass, Zitat, die Tragödie beginnt. Daher auch die zahllosen Widersprüche, die aus der reichsten, nach seinem eigenen Wort, weitläufigsten Seele der Philosophie sprechen. Den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch überlässt sie gerne den akademischen Objektivierapparaten. Weil aber Nietzsche in Schopenhauer die nihilistische Todesgefahr sieht, deutet er schon früh seinen Mentor in seinem Sinn um. Und der unverhohlene Anti-Schopenhauerianer Nietzsche erklärt dem Meister von Ehedem den Krieg. Lebens- und Todestrieb tragen im 19. Jahrhundert den Namen von Nietzsche und Schopenhauer. Genealogisches Denken ist dabei Nietzsches bevorzugte Waffe. Der überragende Diagnostiker, der er in Bezug auf andere ist, entdeckt noch gerade in Schopenhauer neben dem Indischen das christliche Erbe. Christen und andere Nihilisten, so Nietzsches provokative Formel, sind allesamt hörige Verehrer des Nichts. Der Nihilismus ist Weltreligion. Es gibt eine mehr als 2500-jährige Geschichte der Negation. Schon der christliche Gott selber ist für Nietzsche nur der fromme Name des Nichts, ein aus metaphysischer Feigheit nicht offen einbekanntes Attentat auf das Leben. Deswegen gilt, nur ein toter Gott ist ein guter Gott. Nietzsche freilich ist wie Schopenhauer nur auf konträre Weise ebenfalls Erbe des Christentums geblieben. Antichrist, Atheist und Philosophus Christianissimus zugleich.
Paul Deussen, der Schulfreund Nietzsche, hat und Schopenhauerianer hat diese Formel vom Philosophus Christianissimus auf Schopenhauer bezogen, aber sie gilt auch für Nietzsche. Man begreift das bis zum Ende ambivalente Verhältnis Nietzsches zu Schopenhauer und beider Verhältnis zum Christentum am besten, wenn man in ihnen die Radikalisierung jener beiden Tendenzen erkennt, die das Christentum in einem historischen Kompromiss sondersgleichen vergeblich zu verbinden versucht hatte. Alttestamentarische Schöpfungseuphorie, es war alles sehr gut, und gnostische Erlösungslehre, es ist alles sehr schlecht. So schlecht, dass das Reich des Weltschöpfers, des Demiurgen, die Fallgeschichte der Welt von Grund auf verworfen wird. Schopenhauers Leidens-, Heils- und Moralphilosophie schließt an die neutestamentarische Sünden- und Erlösungslehre an. Nietzsche ist noch einmal der Denker der Genesis, auch wenn diese einem zum Unsinn verwandelten Logos entspringt. Auf diesem Hintergrund ist es weniger überraschend, als es zunächst scheinen mag, wenn Nietzsche ein beliebtes Projekt der abendländischen Tradition in gleichsam umgetaufter Form erneuert. Die Theodizee, die Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel der Welt, wird durch eine Biodizee ersetzt. Nietzsches Versuch in der Rechtfertigung des von Schopenhauer und anderen Nihilisten so schwer beschuldigten Lebens. Eine Theodizee im eigentlichen Sinn kann nicht mehr auf der philosophischen Tagesordnung stehen, nachdem die wundersame Leibnizsche Mär von der besten aller möglichen Welten bei Voltaire und Schopenhauer in der schlechtesten aller möglichen, gerade noch existenzfähigen Welt untergegangen ist. Schon Kant, das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee festgestellt hatte und nach dem Tod Gottes nicht einmal ein Angeklagter mehr übrig bleibt. Aber eine Biodizee, eine Rechtfertigung des Lebens, das ist es, was Nietzsche als Erbe der Schöpfungsidee, als frömmster aller Gottesmörder, christlichster aller Antichristen noch einmal unternimmt. Mit seiner Obsession für die Rechtfertigung ist er der Paulus der Lebensphilosophie. Die guten Christen, die den Antichristen Nietzsche so gerne verteufelt haben, wussten gar nicht, was sie an ihm hatten. Auch die Biodizee freilich stößt von Anfang an auf gravierende Schwierigkeiten. Nietzsche, der philosophische Probleme am liebsten in Symptome verwandelt, sieht sich zum Beispiel damit konfrontiert, dass unter den Verneinern des Lebens nicht nur die zu kurz gekommenen, die Kranken, die Feigen, die verdrucksten Sklavengeister sind. Geradezu tröstlich wäre es, wenn der böse Blick auf das Dasein an christliche Voraussetzungen gebunden wäre. Nietzsche hat es auch nicht nur mit dem immerhin mannhaften Schopenhauer, dem Ritter zwischen Tod und Teufel, nicht nur mit dem Buddhismus zu tun, den Nietzsche durchaus höher als den christlichen Nihilismus schätzt. Die indische Zirze, das Nirvana, war die freimütige Verheißung nihilistischer Atheisten. Zu den Verneinern zählen vielmehr ausgerechnet diejenigen, die Nietzsche für die lebensvollsten, geglücktesten, gesündesten unter allen Menschen hält, die Griechen. Sie sind von christlicher Gedanken- und Seelenblässe nicht angekränkelt. Sie stehen nicht unter dem Ressentimentverdacht, unter dem die Pessimisten der Schwäche stehen, dass ihre Urteile über das Leben die von Verschnittenen, Verkümmerten sind, denen die Trauben des Lebens zu hoch gehangen haben. Und welche Antwort haben Sie auf die Frage gegeben, die Schopenhauer stellt? Sie haben die Tragödie geschaffen, die das Leben als Leiden zeigt. Die Tragödie ist die Gegenwart eines zerreißend zerrissenen Gottes, des Dionysos. Sagt das Christentum, Gott in der Rolle des Erlösers leidet wie ein Mensch, so sagt die Tragödie, der Mensch leidet wie der Gott. Was sagt aber nun der griechische Genius zu diesem Leidensleben? Von Homer über Hesiod und Theognis bis zu Sophokles und Euripides, selbst Aristoteles, kehrt seine Antwort wieder. Jakob Burckhardt hat sie wie vorher Schopenhauer in seiner Gesamtbilanz des griechischen Lebens dokumentiert. Das Allerbeste für den Menschen wäre es, Zitat, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein.
Wie die Dinge für die Geborenen aber nun einmal liegen, ist ihnen dieses Allerbeste nicht mehr möglich, nur noch das Zweitbeste, möglichst bald zu sterben. Der Tod ist die einzige Korrektur des Nachteils, geboren zu sein. Nietzsche hat diese Botschaft wie kein anderer zwischen Schopenhauer und Émile Cioran gehört. Das Dasein ist für ihn, Zitat, ein müdes Rätsel, zwischen die zwei Nichtse vor der Geburt und nach dem Tod eingekrümmt. Das Nichtsein, wieder Zitat, könnte uns nicht nur wertvoller scheinen als das Sein, weil es nicht einmal mehr ein Wozu des Leidens gibt, weil alle Sinnfiktionen unwiderruflich dahin sind, tut es das auch. Der Nihilismus als die, Zitat, radikale Ablehnung von Wert, Sinn, Wünschbarkeit zieht nur die Konsequenz daraus. Die letzten Krähen, die in der Ödnis des Sinnleeren nur noch an Leiden übervollen Leben schreien, heißen umsonst Nada. Nada, das Nichts der spanischen Mystik, ist nun nihilistisch zu sich selber gekommen. Und der Nihilismus gilt Nietzsche ausdrücklich, auch wenn er es in Anführungszeichen noch einmal setzt, die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, so ist es, nur anders als im Johannesevangelium und, in Parenthese gesagt, auf der Westseite des Kollegiengebäude 1 der Freiburger Universität, sinnreicherweise auf der Höhe der Theologenbibliothek, von dieser von verheißungsvollen Prognose, anders gemeint, frei zum Tod. Wie aber nun auch nur aushalten, wenn die nihilistische Lehre von der absoluten Unhaltbarkeit des Daseins die Wahrheit ist? In einer jener unnachahmlichen Szenen, in denen Nietzsche als Philosoph und zugleich als Dichter groß ist, stellt sich ihm die Frage ohne jedes Nihilisten-Pathos. Zitat: Die Sonne ging lange schon hinunter, die Wiese ist feucht, von den Wäldern her kommt Kühle, ein Unbekanntes ist um mich und blickt auf mich hin, nachdenklich, wie, du lebst noch, warum lebst du noch? Wenn der Nihilismus aber die tödliche Wahrheit ist, muss man dann nicht eben die Wahrheit verabschieden, um das gefährdete Leben zu retten? In der Tat, das ist die Konsequenz von Nietzsches Generalangriff auf das Pathos der Wahrheit. Vom Philosophen wird er zum Misosophen, zum Hasser der Wahrheit. Unwahrheit, Schein, Irrtum, Illusion, Fiktion sind die rettende Lebenslüge. Der frühe Nietzsche sucht die Erlösung im dionysisch-apollinischen Kunstwerk der Tragödie. Nur als ästhetisches Phänomen, so sein viel zitierter Satz, ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Das ist der Kern von Nietzsches ästhetischer Biodizee. Aber eine Erlösung durch den Schein bleibt eine scheinhafte Erlösung. Dann soll das Leben durch die Fiktionen und Interpretationen des Willens zur Macht gerettet werden, sofern es nur Kraft genug dazu hat. Der Wille zur Macht legt aus, der Wille zur Macht legt zurecht, der Wille zur Macht legt hinein. Aber ein bewusster Wille zur Fiktion kann schwerlich sich selber betrügen. Und es ist Schwäche, nicht Kraft, wenn der angebliche Wille zur Macht die Wahrheit so wenig erträgt, dass er sich von ihr erlösen muss. Auch so gibt es keine Erlösung von tödlichen Wahrheiten. Wenn Nietzsche nun doch noch das Leben vor der nihilistischen Vernichtung durch das Urteil und der Vernichtung durch die Hand retten will, dann darf er seine Zuflucht nicht mehr zu einer Ausflucht nehmen. Dann muss er vielmehr die nihilistische Bedrohung in seinen Willen aufnehmen. Dann muss er den passiven, erlittenen Nihilismus stark und aktiv machen. Dann muss er so tief in den Nihilismus hinein, dass er unangreifbar und das tödliche, gefährdete Leben enttäuschungsfest wird. Ein Versuch gleichsam in der Homöopathie des Nihilismus. Similia similibus curantur, Gleiches mit Gleichem heilen. Wer die Gefahr nicht sucht, kommt darin um. Dem Leben ins Angesicht schauen, ohne darüber wie vor dem Blick der Medusa zu erstarren oder gleich der indischen Circe in die nur zu weit geöffneten Arme zu fallen. Das ist die Aufgabe. Fast alle großen Mythen und Ideen Nietzsches, Dionysos, Übermensch, Wille zur Macht, Amor Fati, ewige Wiederkehr,
lassen sich als Mittel seines homöopathischen Überwindungsversuches des Nihilismus verstehen. In einem Punkt freilich hinkt die homöopathische Metapher. Einer wie Nietzsche kann sein philosophisches Heilmittel, er nennt es sachgerecht das Nihilin, nicht homöopathisch verdünnt verabreichen, sondern nur in voller Dosis das Leiden unverdünnt, den Unsinn pur. Nihilismus-Überwindung durch Nihilismus-Steigerung bis zur Nihilismus-Vollendung soll die Heilung sein. Wenn Nietzsche aber das Leben trotz allem retten, rechtfertigen will, wenn die Biodizee nicht, wie einst die Theodizee, am Fels des Leidens scheitern soll, dann muss er das Leidensleben als solches bejahen, ja feiern. Also ihm nicht etwa wie Schopenhauer, wie die Christen und andere Leidensrechtfertiger, Strafbedürftige und Strafwütige bloß indirekt einen Sinn abgewinnen. Nietzsche tut das im Zeichen des Dionysos, der über alle Wandlungen und Widersprüche hinaus die mythische Konstante seines Werkes ist. Auf seine Klage, zugleich die Diagnose einer kreativ impotent gewordenen Welt, 2000 Jahre und kein neuer Gott, antwortet er mit der Wiederkehr dieses uralten Gottes. Dionysos ist der Gott der Biodizee im Zeitalter des Nihilismus, der die Existenz selbst der schlechtesten Welt rechtfertigt, der ewig vergehende, ewig wiederkehrende, ewig schaffende Gott, der nicht vom Leiden wie der Christliche, sondern zum Leiden befreit, der gegen die Kastratenmoral des Christentums die geschlechtliche Lust in allen ihren Formen feiert, der das Leben in Lust und Weh tief macht, der den vernünftigen Logos nicht braucht, der vielmehr stark genug ist, noch den Unsinn einzuschließen. Der alte Logos ist tot, es lebe der dionysische A-Logos, verkündet der Gottesmörder und Gottesmacher, Nietzsche. Dionysos ist der Inbegriff von jener Kraft, die stets das Leben will und stets Ausleiden schafft. In seinem Zeichen steigert sich die ästhetische Biodizee des frühen Nietzsche zu einer im umfassenden Sinn kreativen. Aber noch der Dionysiker Nietzsche, dieser redlichste aller Selbstbetrüger, kann es nicht lassen, weiterzufragen. Warum denn überhaupt das Schaffen? Und er muss erkennen, dass er darin wieder die alte, indirekte, nicht homöopathische, sondern allopathische Kur für das Leiden sucht. Denn ohne das Schaffen wäre es nicht zu ertragen. Zitat: Es gibt keine Lösung, als ein anderes Wesen zu schaffen, das nicht so leidet wie wir. Das schaffende Leiden spricht: Ich will Kinder, seien es wirkliche Kinder oder Werke, ich will nicht mich. Das Schaffen ist Notausgang, Lückenbüßer, Kompensation für ein Dasein, das es nicht bei sich selber aushält. Warum aber Ausleiden schaffen, wenn das wiederum Leiden schafft? Und wie steht es denn mit Nietzsches famosem Schlachtruf Dionysos gegen den Gekreuzigten, wenn er sich als Erbe des christlichen Tiefsinns und Feinsinns empfindet, weil er nicht an sich das Leiden verurteilt? Dionysos und der Gekreuzigte müsste schon hier richtiger die Formel lauten. Auch der Pastorssohn Nietzsche bleibt ein gehorsamer Gottessohn, der sich selber ans Kreuz des Leidens schlägt. Ganz anders scheint es um den Willen zur Macht zu stehen, den Inbegriff des Antichristen Nietzsche. Man missversteht diese historisch meist diskreditierte Idee Nietzsches indessen, wenn man sie auf den Machtwillen im Kampf aller gegen alle reduziert. Nietzsche geht es vielmehr um eine Selbststeigerung des Willens, die das Leben als Überleben unter allen Umständen möglich machen soll. Jeder Wille will sich zwar als solcher behaupten und steigern. Das gestattet Nietzsche noch im Nihilismus, den Willen zur Macht als Willen zum Nichts zu entdecken. Der tyrannische Wille der schwer Leidenden, der Torturierten prägt sein Bild, das Bild seiner Tortur, wie in der Schopenhauerschen Willensmetaphysik, allem auf. Mit dem Dasein dieser Gequälten ist es nichts. Also, Zitat, soll alle Welt nichts haben, soll alle Welt nichts sein. Und selbst dann wollen sie eher noch das Nichts wollen als nicht wollen. Aber Nietzsche will einen anderen Willen, nämlich einen solchen, der so mächtig ist,
dass er sich durch nichts aus dem Leben vertreiben lässt. Ja, alles das bejaht, was den Willen sonst ins Nichts treibt. Denn wer etwas im Leben, gar das Leben, verneint, erkennt an, dass es Übermacht über ihn gewonnen hat. Der Wille zur Macht hingegen zeigt sich jeder Gegnerschaft gewachsen. Er sucht das Dasein in seinen fragwürdigsten und furchtbarsten Formen auf. Er will, Zitat, das Übel früh, das sinnlose Übel. Je schlimmer, desto besser, sagt Nietzsches Wille zum Überwillen, zur Übermacht. Seine vitalistische Kriegerethik, seine agonale Biodizee. Die größte Herausforderung aber findet er in der ewigen Wiederkehr bzw. der ewigen Wiederkunft. Die Konsistenz seines Wortgebrauchs ist umstritten. Der ewigen Wiederkehr gegenüber soll sich erweisen, dass der Wille zur Macht wirklich allem gewachsen ist. Angesichts der Euphorie, mit der Nietzsche den ewigen Wiederkunftsgedanken feiert, seit er ihm im August 1881 am See von Silvaplana kam, seine neue Offenbarung, mit der er zum Paulus der Lebensphilosophie konvertiert, ist nicht ohne weiteres einsichtig, wie hier überhaupt von Herausforderung gesprochen werden kann. Zarathustras großer Mittag, ist er denn nicht das Leben als Fest? Aber der Gedanke ist zugleich von tiefster Ambivalenz, Nietzsches abgründlichster Gedanke und natürlich, wie immer bei ihm, mehr als das ein Wille, ein Imperativ, ein extremes Lebensgefühl. Vor allem drei Aspekte sind dabei zu unterscheiden. Ich rekapituliere kurz die relevanten Lehrstücke. Erstens ein kosmologischer, im weitesten Sinn ontologischer Aspekt, weil dem Werden der Charakter des Seins aufgeprägt wird. Alles Geschehen wird für zyklisch wiederkehrend erklärt. Zweitens ein voluntaristischer, paradoxerweise zugleich fatalistischer Aspekt, der vom Amor Fati, der Liebe zum Geschick erfüllte Wille, bejaht alles, was war, was ist und was sein wird, als immer schon und für alle Zeit gewolltes. Drittens schließlich ein imperativisch-kategorischer Aspekt, der Wille soll so handeln, dass er wollen kann, dass alles wiederkehre. Als kosmologisch-ontologische Hypothese über die faktische ewige Wiederkehr desgleichen ist die Idee am uninteressantesten. Trotz ihrer naturwissenschaftlichen Bezüge eine pure Spekulation. Zudem alles andere als originell, wie die Ideengeschichte zeigt. Der jüngste, 8. Nachlassband notiert nicht weniger als 5 freilich ungenannt bleibende Vorgänger. Es ist ja auch nur schlüssig, dass die Idee der ewigen Wiederkehr eine wiederkehrende ist. Jeder Plagiator ist Mitglied sozusagen der sich zur ewigen Wiederkunft bekennenden Kirche. Aber es kommt, wie beim Willen zur Macht, für Nietzsche weniger auf eine Tatsachenvermutung als auf ein bestimmtes Verhältnis zur Welt, zum Leben an. Voluntaristisch und zugleich fatalistisch geht es zunächst um eine bewusste und willentliche Unterwerfung unter das Tatsächliche, die Normativität des Faktischen. Eine immerhin eigentümliche Rolle für den Willen zur Macht als Übermacht. Amor Fati ist nach einer bösen Formulierung von Günther Anders die sich männlich gerierende Form der Demut, die vom Menschen in der Revolte nichts mehr wissen will. Ja, die als bedingungslose Liebe zur Wirklichkeit ist sie die jubilierende Form der Ergebung. Alles ist, so wie es ist, vollkommen. Auf nichts kann verzichtet werden. Wer auch nur einmal Ja zu irgendetwas gesagt hat, hat dank der Verkettung aller Dinge Ja zu allem gesagt. Das von Schopenhauer als ruchlos verhöhnte Selbstlob des Schöpfergottes, dass ihm alles sehr gut geraten sei, Nietzsche verweltlicht es, aber er stimmt darin ein. Ausgerechnet der Gottesmörder Nietzsche überbietet in seiner Biodizee noch die Entlastungsbemühungen der Theodizee. Alexander Popes, whatever is right? Nein, whatever is excellent. Leibniz, beste aller möglichen Welten. Nein, die wirkliche ist die überhaupt beste Welt. Der altneue Advocatus Dei spielt die älteste Rolle, die im Repertoire der Theodizeen für ihn vorgesehen war, die des Advocatus Universi.
So kann Nietzsche sich als, Zitat, frohen Botschafter par excellence verstehen. Das Denken im Zeichen des Amor Fati wird zum Beten, zum Segnen, das Segnen zum Heiligen, zum unbegrenzten Ja und Amen sagen. Nietzsches Ja zum Leben ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Ja wird die zentrale Formel seiner Biodizee, auch wenn es das Ja zum Nein zu allen lebensverneinenden Kräften einschließt. Manchmal, vor allem im Eselsfest des Zarathustra, parodiert Nietzsche das Ja selber als eselshaftes Ia-Geschrei. Der Esel scheint in der Tat das am meisten vom Amor Fati erfüllte Tier. Aber so wie der Esel in der Bibel den Erlöser trägt, so will Nietzsche der Ia-sagende Jünger eines welt- und selbsterlösenden Gottes sein. Das ist sein Te Deum nach dem Tod Gottes. Dieses Wort ist nicht zu hart, wenn man sieht, wo das Bejahen und Rechtfertigen seine vertraute Grenze findet, in der Verneinung der Verneiner. Nietzsche erneuert gegen sie den bevorzugten Vorwurf aller einverständigen Geister, den der hybriden Überhebung. Auflehnung gegen das Leben heißt das nun. Die Gotteslästerung kann es zwar nicht mehr geben, aber die Erdlästerung wiegt umso schwerer. Jedes Nein befleckt. Das christliche Liebesgebot gilt nun dem Leben. Wenn es Nietzsche auf die eine Wange schlägt, bietet er ihm auch noch die andere an. Er predigt die Feindes als Lebensliebe. Ja, der Verklärer des Daseins, alles Daseins will er sein. In der Liebe zur ewigen Wiederkunft aber nimmt der Amor Fati seine euphorischste Form an. Zitat, der ewige Wiederkunftsgedanke ist die höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann. Nichts anderes haben wollen, in alle Ewigkeit nichts als das, was ist. Vorwärts nichts, rückwärts nichts, et per saecula saeculorum. Es gibt keine andere Erlösung, doch, da wünsche ich keine ewige Wiederkehr, es gibt keine andere Erlösung für den, der am Dasein leidet, als nicht mehr an seinem Dasein zu leiden. Diese Formulierung, nicht mehr an seinem Dasein zu leiden, ja, als nicht mehr an seinem Dasein zu leiden, schreibt Nietzsche mit 7 Bindestrichen. Das tut er oft gerne, das ist sein stilistisches Indiz dafür, dass er die neuen Einheiten, die er zu gewinnen versucht, um keinen Preis auseinanderdividieren lassen will. Und wie erreicht man dieses, nicht mehr an seinem Dasein zu leiden? Durch den schnellen Tod, diese Lösung immerhin gibt es noch, oder durch die lange Liebe? Und die Liebe zur ewigen Wiederkunft ist die längste aller Lieben. Die Vergangenheit scheint dem Willen prinzipiell entzogen zu sein. Das Irreversible, es war, bezeichnet die Grenze aller Macht. Und der Tod ist der Inbegriff des, es war. So bleibt dem Willen nur noch, es umzuschaffen in ein, so wollte, so will ich es. Der Amor Fati soll der emphatische Ausdruck dieses nichts anderes haben wollens sein. Aber ist das famose Umschaffen des Widerfahrenen in das Gewollte mehr als die von Nietzsche selber karikierte Lachnummer, in welcher der vom Leben niedergeworfene Ringer erklärt, hier liege ich, ich will nicht anders? Anders steht es in der Tat in Bezug auf die Zukunft. Hier gibt die imperativisch-kategorische Auslegung der ewigen Wiederkunft eine ganz andere Wendung. Denn sie erlegt dem Willen auf, so zu leben, Zitat, dass wir nochmals leben wollen und in Ewigkeit so leben wollen. Das ist Nietzsches Form des kantischen Imperativs im Gewande des ewige Wiederkunft-Gedankens. Sagt Kant, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne, so Nietzsche, handle so, dass dein Handeln für alle Ewigkeit gelten könne. Totalisiert Kant den kategorischen Imperativ für den Geltungsraum aller vernünftigen Wesen, so Nietzsche das individuelle Handeln durch die Ewigkeit der Zeit. Damit aber kehren älteste Bedrohungen wieder. Denn nun liegt wieder jenes größte Schwergewicht auf dem Leben, mit dem das Christentum es einst beschwert hatte, indem es an das einmalige und vergängliche irdische Leben ewige, möglicherweise höllische Konsequenzen geknüpft hatte.
Nietzsche erlebt es noch einmal am eigenen Seelenleibe. Eine entsetzliche Wichtigkeit hatte das Christentum, masochistisch und sadistisch zugleich, dem Leben mit seiner Verbindung von Zeit und Ewigkeit auferlegt. Die ewige Wiederkehr aber ist nichts anderes als das ewige diesseitige Weltgericht, das Nietzsche über sich und die Welt verhängt. Die größtmögliche Drohung. Zitat: So leben, dass du wünschen musst, ewig so wiederzuleben, du wirst es jedenfalls. Doch wer soll dieser abgründlichsten Aufgabe gewachsen sein? Hier tritt das Lieblingskind von Nietzsches eigener Schaffenslust ein, der Übermensch. Einerseits ist er, wie der stets Übermacht wollende Wille zur Macht, das Projekt einer Selbsttranszendierung des Lebens, Inkarnation des über sich hinausschaffens, zugleich der neue Platzhalter des abhanden gekommenen Sinns. Zitat: Er ist, er sei der Sinn der Erde. Doch wie ist das andererseits damit zu vereinen, dass auch der kleine Mensch ewig wiederkehren wird, bis hin zu den letzten Menschen, die blinzelnd erklären: Wir haben das Glück erfunden? Denn daran lassen auch Nietzsches zum Übermenschen gesteigerte Schaffensideen keinen Zweifel. Alles Leben wird ewig wiederkehren. Das ist das Wissen, das Zarathustra wirkt. Die Vorspiele einer Philosophie der Zukunft werden von der Gewissheit ewiger Reproduktion konterkariert. Wenn Nietzsche nun doch noch das Lieblingskind seiner Schaffenslust retten will, dann muss er versuchen, die Mythen der übermenschlichen Zukunft mit den Zyklen der Vergangenheit zu harmonisieren. Nietzsche tut eben das in einer hochparadoxen Wendung. Er proklamiert den Übermenschen als denjenigen, der die ewige Wiederkehr aushält. Oder, etwas euphorischer gesagt: Wir schufen den schwersten Gedanken, nun lasst uns das Wesen schaffen, dem er leicht und selig ist. Der Übermensch ist demgemäß derjenige, der das Leben, so wie es mehr schlecht als recht und ein für allemal ist, nicht bloß erträgt, sondern liebt. Der Zusammenhang der großen Mythen und Ideen Nietzsches ist aus dieser Perspektive dieser: Im Übermenschen soll sich der Wille zur Macht so steigern, dass er im Amor Fati die ewige Wiederkehr noch des nichtigsten, widrigsten, leidvollsten bejaht. Zitat: War das das Leben? Wohlan. Noch einmal. Da capo, ruft Nietzsche immer wieder zum immer gleichen Stück. Da capo und durchaus nicht Alfine, sondern Senza Fine. Mit diesem vorbehaltlosen Da capo scheint die nihilistische Gefahr der Gefahren überwunden. Selbst das nichtigste Leidensleben wohlan, es sei immer wieder. Unter allen Umständen bejaht, braucht es keine Erlösung im Nichts mehr. Aus dem Wagnerschen Erlösung dem Erlöser wird die Erlösung vom Erlöser von der Erlösung. Auf die Liebesdienste der indischen, der Schopenhauerschen Circe kann verzichtet werden. Doch damit ist die nicht-indische, die nicht erlösende Form des Nichts noch nicht aus der Welt. Im Gegenteil, weil nun alles in der Tat ausweglos ewig wiederkehrt, bleibt Nietzsche nur, den Nihilismus selber ins Extrem zu treiben. Er tut das in einem Fragment seines Nachlasses, dem berühmten Lenze-Heide-Fragment 1887, der europäische Nihilismus: Nirvana, den beseligenden Gedanken an das Nichts, darf es nicht geben, aber das Nichts als sinnlose Dauer wird es ewig geben. Zitat: Die Dauer mit einem Umsonst, ohne Ziel und Zweck, ist der lähmendste Gedanke. Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form, das Dasein so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts, die ewige Wiederkehr. Das ist die extremste Form des Nihilismus, das Nichts, das Sinnlose, ewig. Ende des Zitats. Und Nietzsche lässt mit der Berufung auf die ewige Wiederkehr keinen Zweifel daran, dass diese extremste Form die seine ist. Auf die furchtbare schopenhauerische Frage gibt Nietzsche so die furchtbarste Antwort. Nur das, noch das ewig Sinnlose will er bejahen. Ein heroischer Absurdismus als Rettungsversuch. Der Mythos, den Camus reinszeniert, wird von Nietzsche geprägt.
Als glücklichen Menschen, wie Camus es für seinen Sisyphos möchte, muss man sich Nietzsche dabei freilich nicht vorstellen. Ein euphorisches Ja- und Amenlied stimmt er nun nicht mehr an. Die Himmelfahrt zum großen Mittag ist zugleich der Abstieg in eine unentrinnbare Welthölle, in der Nietzsche sich mit unerhörter Anstrengung zu überzeugen versucht, dass er in ihr heimisch ist. Himmel und Hölle, Erlösung und Verdammnis sind nicht mehr zu unterscheiden. Wie schon in der Heiligsprechung des Leidens ist nun die ewige Wiederkehr des Sinnlosen das Kreuz, an das Nietzsche sich als Dionysos und den Gekreuzigten schlägt, und zwar auf alle Zeit. Bei einem wie ihm ist es mit ein paar Stunden nicht getan. Das ewig Sinnlose, so müsste seine Umschreibung des Faustschlusses lauten, zieht uns, ja, wohin? Hinan? Hinab? Nein, dahin, wo wir ohnehin sind. Das ewig Nichtige darf nun nicht einmal mehr zugrunde gehen, wie Mephistopheles es noch in Aussicht gestellt hatte. Der Nihilismus, der gerade das Finale ins Nichts verspricht, wird so freilich um seinen Erlösungsmoment betrogen. In Nietzsches Extrem gedacht, sagt er nicht mehr das, was er im buchstäblichen Sinn sagt und sagen will, nämlich nichts. Ein Nichts, das keineswegs das Sinnlose und das noch auf ewig ist. Von dem seligen Nichts gar, das die indische Circe verheißen hatte, ist weder die Seligkeit noch das Nichts übrig geblieben. Pazifik Nihil, Friedrich Nietzsche hat seinen Namen aufgegeben. Sein heroischer Absurdismus ist die absurde Kur des Nihilismus, seine Philosophie der scheiternde Versuch einer Biodizee mit den Mitteln eines nicht vollendeten, sondern halbierten Nihilismus. Seine großen Mythen sind die Rettungsfantasien eines Rettungslosen, der zur Ausweglosigkeit seine Zuflucht nimmt. Unfröhlichste Wissenschaft. Aber noch in seinem Scheitern ist Nietzsche groß. Er ist der Philosoph, der nicht recht behält und der uns doch ins Herz trifft. Er selber weiß, wenn du das Leben nicht aushalten kannst, musst du suchen, es lieb zu gewinnen. Ein schwer Leidender nimmt das Leben in seine Protektion. Das unglücklichste und melancholischste Tier ist, wie billig, das heiterste. Doch es bleibt bei einer Heiterkeit einer Lebensliebe, als ob, die darauf hinausläuft, sich, Zitat, das Leid zu einem Segen, das Gift zu einer Nahrung zurechtzulegen, im vollen Bewusstsein, dass das eine Zurechtlegung ist. So Nietzsches fiktionale Biodizee. Die Tyrannei des Stolzes übermächtigt die Tyrannei des Schmerzes, indem sie die Folgerungen des Schmerzes ablehnt. Die Lebens- als Feindesliebe ist ihre subtilste, ihre paradoxeste Rache. Aber wie weit reicht diese Liebe, die nur als lange Liebe eine ebenso wirksame Erlösung wie der schnelle Tod bieten kann, der die Schlussfolgerungen des Schmerzes zöge? Den schnellen Tod hat Nietzsche, anders als christliche, schopenhauerische und buddhistische Moralisten, nie diskreditiert. Im Gegenteil, Zitat, seines Todes ist man gewiss, warum sollte man nicht heiter sein? Der Gedanke an den Selbstmord ist ein sehr starkes Trostmittel. Man kommt damit gut über die böse Nacht hinweg. Ende des Zitats. Vielleicht über die böse Nacht eines ganzen Lebens. Wieder Zitat. Dass ich eine gute Handvoll Mut zum Leben habe, das macht, ich habe einen kleinen Schlüssel bei mir, der führt zum Nichts. Nun also doch das Finale ins Nichts, und zwar als Trostmittel und Mutmacher. Der Gedanke an den schnellen Tod ist so freilich auch schon wieder der langen Liebe dienstbar gemacht. Nietzsche wollte nun einmal der Liebhaber der ewig wiederkünftigen langen Liebe sein, um jeden Preis. Welchen Preis hat er entrichtet? In einer Nachlassnotiz räumt Zarathustra ein, Wiederkunft gelehrt, ich vergaß das Elend. Er sieht, dass die Lehre nicht zu ertragen ist. Eine ganze Welt von Leiden wollte er als anderer Atlas tragen. Und Zarathustras Autor, sein Schöpfer? In einem Brief an Franz Overbeck reißt Nietzsche den Widerspruch zwischen eigener Lebenserfahrung und der scheiternden Biodizee rücksichtslos auf. Zitat, nein, dieses Leben und ich bin der Fürsprecher des Lebens. Zwei Ausrufezeichen.
noch deutlicher ein Zettel an das geliebte Fräulein von Salome. Zu Bett, heftigster Anfall, ich verachte das Leben. Wo Nietzsche ganz persönlich spricht, da spricht der Leidensrealismus. Und der bekennt, ich will das Leben nicht wieder. Wie habe ich's ertragen? Schaffend. Was macht mich den Anblick aushalten? Der Blick auf den Übermenschen, der das Leben bejaht. Ich habe versucht, es selber zu bejahen. Ach, Ende des Zitats. Die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts, die wie keine andere Lebens- und Todestrieb miteinander konfrontiert hat, endet in diesem herzabschnürenden, lapidaren Ach. Nietzsches verzweifelter Lebensrettungsversuch muss sich eingestehen, dass er am Ende ist. In diesem Sinn scheitert Nietzsche. Philosophisch verliert er seine Wette gegen Schopenhauer. Das Leiden seines Lebens, vielleicht des Lebens, mündet in einen Selbstwiderruf. Zwar lebt und denkt er noch eine Zeit lang weiter. Einer wie Nietzsche gibt nicht vor der Zeit auf. Aber als er Anfang 1889, ausgerechnet in den ersten Tagen des heiligen Januarius, in dessen Zeichen er seine fröhlichste Wissenschaft beginnen wollte, auf der Turiner Piazza Carlo Alberto zusammenbricht, da ist der buchstäbliche Un- und Ohnensinn der Wahnsinn, die letzte Form, in welcher das schöpferische Wort des Anfangs wiederkehrt. Mit einer wahrhaft verzweifelten Komik schreibt Nietzsche am 6. Januar 1889 an Jakob Burckhardt, Sie haben diesen bewegenden Brief hier sicherlich häufiger zitiert gehört. Zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott, aber ich habe es nicht gewagt, meinen Privategoismus so weit zu treiben, um seinetwegen die Schaffung der Welt zu unterlassen. Sie sehen, man muss Opfer bringen, wie und wo man lebt. Ende des Zitats. Nur als privategoistischer Professor ließe sich's also leben. Aber Opfer müssen gebracht werden und die Schaffung einer ganzen Welt ist das Opfer aller Opfer, das Nietzsche als der wahnsinnige Gott selber bringt. Von einem Philosophen der Moderne, damit bin ich am Ende dieses Zyklus angekommen, kann man schwerlich ein größeres Opfer verlangen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.